Ah, dich habe ich übersehen. Alles ruhig, Herr. Keine besonderen Vorkommnisse. Aber die Tür kann ich aufmachen. Da sind sogar zwei eingesperrt. Zwei Heiltränke, die nehme ich auch noch mit. Hallo ihr beiden, kommt doch mal rüber. Wer seid denn ihr? Seid ihr gekommen, um uns zur Hinrichtung zu bringen? Zur Hinrichtung? Quatsch. Warum sollte ich? Was habt ihr ausgefressen? Nichts Schlimmes, Herr. Wir waren im Wald Pilze suchen. Da kamen die Wachen und haben uns festgenommen. Sie sagten, die Pilze gehörten Frau Xynthia von Rabenstein und es würde mit der Tode bestraft, wenn man sie pflückt. Das ist ja wohl Humbug. Todesstrafe wegen Pilzraubes? Und das Urteil sollte heute vollstreckt werden. Ja, mein Herr. Die Wächter haben schon den ganzen Tag lang ihre Witze darüber gemacht. Ich bin gekommen, um euch hier rauszuholen. Ich heiße Grandy. Ihr wollt uns wirklich helfen? Vielen Dank. Wir dachten schon, wir würden diese Burg nie wieder verlassen können. Tür aufbrechen, natürlich. Keine Chance, das Schloss ist zu kompliziert für mich. Na, ernsthaft? Und? Habt ihr das Problem lösen können? Nein. Es ist nach wie vor zu gefährlich. Ich schaue später nochmal vorbei. Und habt ihr das Problem lösen können? Ja. Das ist blöd. Gut möglich, Sinas. Ist nur die Frage, ob das maximale Level tatsächlich ausreichen würde, um die platt zu kriegen. Weil ich kann schon mal so viel sagen. Die gute Dame hat tatsächlich 9.999 HP. Also ist nicht einfach so platt zu machen. Wenn nicht gar eigentlich unmöglich. Also es sollte eigentlich unmöglich werden in diesem Fall. Ah, gut. Das hat mir jetzt auch nichts gebracht, da nochmal nachzusehen. Dann gehe ich nochmal zu den Wachen. Wobei, kann ich's mit denen jetzt aufnehmen? Muss ich wahrscheinlich auch, ne? Ich versuche einfach mein Glück. Beziehungsweise ich versuche mich. Erstmal noch vorbeizuschleichen, wollte ich sagen. Es ging schief. Ich wollte noch nicht den anderen Geheimweg da nochmal probieren. Jo, ich komme durch. Hier kann ich ja auch nichts machen. Ein Schmelzofen, um Blei zu schmelzen. Offensichtlich versucht hier jemand, Blei in Gold zu verwandeln. Das ist natürlich eine lukrative Methode. Hier komme ich nur auf der anderen Seite raus. Bringt mir also in dem Fall auch gerade nicht viel. Okay, dann kommt her. Ich versuche mein Glück. So, versuche ich es erstmal mit Rundumschlag. Sternschauer wird bestimmt auch nichts bringen, ne? Ich glaube, ich konzentriere mich auf die Heilung. Weil ich kann ja trotzdem einmal hier meine Feuerkugel schmeißen. Krieger 1. Max sprengt selbst die Beitrate von 255. Gut möglich, ne? So, Eilheilung.
Im Prinzip wäre wirklich das Schlaueste, die nach und nach anzugehen. Weil je weniger stehen, desto besser komme ich halt durch. Okay, Granny könnte auf jeden Fall noch mehr HP gebrauchen. Ich glaube, das sieht ein bisschen kritisch aus. Nein, nicht Parade. Scheiße. Ich wollte eigentlich einen Trank nehmen. Gut, einer ist schon mal weg. So, Granny, du greifst weiter an. Ich habe jetzt so ein paar Tränke, die ich verbraten kann. Ich wollte gerade sagen, reicht's? Leider reicht der kritische doch noch nicht. So. Dankwart, du nimmst jetzt auch meinen Heiltrank. Okay. Das könnte aber so funktionieren. Jetzt soll Granny erstmal wieder geheilt werden. So, der zweite ist weg. Noch zwei Wachen. Die kriegen wir auch noch platt. So, Heiltrank. Ja, lohnt sich gerade bei keinem so wirklich. Ich habe gerade auch kein Item mehr, was mir was bringt. Okay, einfach Angriff, auch wenn es nichts bringt. Diesen einen HP, den ich jetzt abziehe. Pff, das ist nix. Okay, jetzt darfst du wieder Tränke verbraten. Okay, erstmal auf den guten Dankwart. Ja, vor allem, der kriegt hier gerade das meiste ab. Deswegen... Friss Saures. So, jetzt kriegen wir nicht mehr so viel Schaden. Jetzt kann ich eigentlich frontal auf ihn losgehen. Scheiß auf Heilen. Der dürfte auch nicht mehr lange stehen. Okay, ich sollte es vielleicht nicht ganz so unterschätzen, ne? Gut, Dankwart, nochmal heilen. Gleich ist er eh platt. Ich würde in dem Fall sogar sagen, Schnupper Schwertklinge Bösewicht. Weil ich habe leider gerade kein Gas zum Verteilen. Aber wir haben sie besiegt. Und dafür gibt es sogar noch einen Heiltrank geschenkt. Tja. Die Wachen sind jetzt kein Problem mehr. Aber im Moment fällt mir hier nichts ein. Können wir sie also immer noch nicht retten? Das ist natürlich scheiße. Auch von der anderen Richtung nicht, ne? Nö. Die werden immer noch scharf bewacht. War ich hier schon unten? Nee, ne? Oh. Oh je, Matthias, Sie haben uns entdeckt. Bitte, liebe Leute, wir sind nur einfache Diener und haben nichts mit den Machenschaften unserer Herren zu schaffen. Jetzt regt euch mal nicht so auf, wir wollen euch nichts Böses. Wir waren auf der Feier von Fräulein Silvia eingeladen, als diese Kerle den Saal gestürmt haben. Es ist uns jedoch gelungen zu entkommen und jetzt versuchen wir, die Lage irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Außerdem streift eine entsetzliche Kreatur durch die Gänge, gegen die es kein Ankommen gibt und die alles mordet, was ihr vor die Nase kommt. Was wollen wir denn jetzt tun, Herr, wenn wir hier unten entdeckt werden? Flüchtet in die Geheimgänge. Natürlich, Herr. Warum haben wir nicht selber daran gedacht, Matthias? Die Geheimgänge sind der sicherste Ort auf der Welt. Vielen Dank, Herr. Wenn das alles vorbei ist,
werde ich mein bestes Menü für euch kochen. Oh, das klingt schon mal sehr lecker. Hm. Habt ihr hier noch was Nettes? Nee? Sämtliche Fässer, Flaschen und alles, aber nichts Interessantes, was ich mitnehmen könnte. Das ist nicht nett. Ja, gut. In dem Fall hast du schon recht, Lord Weißbrot. Aber hier gibt es ja leider keine Bohne und kein Rosenkohl. Oder Vergleichbares. So, schauen wir mal nach. Ob die es in die Geheimgänge geschafft haben. Ja, da stehen sie, die beiden. Sie haben es überlebt. Bislang war alles ruhig. Hier sind wir sicher. Ja, und die beiden würde ich gerne retten. Und habt ihr das Problem lösen können? Okay, selbst wenn ich... Moment. Nein. Grandy kriegt es absolut nicht auf. Und den Schlüssel dafür, ja, habe ich scheinbar auch noch nicht. Ich wollte gerade gucken, wo die ganzen Schlüssel sind. Hier, Kupfer, Bronze und Silber. Ich vermute fast, der Gefängnisschlüssel ist bei Fräulein Silvia. Aber das Problem ist, die zu besiegen, beziehungsweise ihr überhaupt gegenüberzutreten, aber scheinbar habe ich keine andere Wahl gerade. Das kann ja was werden. Okay, Fräulein Silvia. Wo bist du? Wir wollen mal kurz mit dir reden, ganz liebevoll, ganz friedlich. Falls uns das gegönnt wird. Muss mal gucken, ob ich eine aufstehende Tür hier irgendwo sehe. Weil gerade wenn man die jetzt suchen muss, ja, hat man das Problem, dass sie nicht so einfach zu finden ist, ne? Ja, hier brauche ich eigentlich nicht reingucken. Na, wo hast du dich versteckt, Fräulein? Zeig dich! Na, hier ist er auf jeden Fall auch nicht mehr drin. Na, die Gute muss sich auf jeden Fall sehr gut versteckt haben gerade. Und wer weiß, wo sie rumlungert. Da wollte ich eigentlich nicht rein. Hier wollte ich reingucken. Nö, auch keine Spur. Ich würde sagen, ich drehe noch einmal im Kreis. Vielleicht ist die Tür da jetzt offen. Nee? Na komm, Silvia, wo bist du? Sag Pieps. Nee. Irgendwo hat sich die Gute doch noch versteckt.
Blöde ist, die hinterlässt auch keine Spuren oder so, ne? Dass das Ganze etwas einfacher wäre. Wäre auch eine Möglichkeit, ne, Max? Aber ich glaube, sie sucht sich gerade Happa Happa. Hat halt gerade irgendwie keinen Bock auf uns. Oh, Fräulein Silvia, wo seid ihr? Wir wollen mit euch spielen. Oh, wenn man von Teufel spricht. Silvia, hier hat sie sich also verkrochen. Okay, Silvia. Na, die Musik hat sich jetzt auch verändert. Auweia, jetzt geht das wieder los. Okay, dann wollen wir mal gucken. Im Prinzip der Trick bei diesem Kampf ist, wir müssen eigentlich überleben. Also sprich, angreifen bringt nicht viel. Für gewöhnlich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Silvia fährt ihre Krallen aus. Okay, ich greife... Na, jetzt einfach mal an. ...102! Ah, das hat gesessen. Dankwart, falls ihr ja gerade nichts zu tun habt. Ich werde sehen, was ich für euch tun kann. Nicht gerade die beruhigendsten Worte, weißt du? Okay, einfach nur schnell genug sein. Ah, die krallt ziemlich gut zu, die Gute. Aua. Okay, nochmal heilen. Irgendwie läuft das alles genauso wie beim ersten Mal. Und wieder scheint es mir am sinnvollsten zu sein, wenn wir unser Heil in der Flucht suchen. Okay, dann fehlt mir noch was. Silvia versucht die Kehle zu treffen. Die Gute hat echt, was drauf. Wir haben keine Chance. Nichts wie weg hier. Dann fehlt mir scheinbar echt noch irgendwas. Aber wo finde ich das jetzt? Versuche gerade echt noch zu überlegen, wo ich jetzt noch nicht genau geguckt habe, weil ich weiß auf jeden Fall, ich brauche etwas Bestimmtes. Ich frage nur, wo finde ich das jetzt? Okay, gehen wir nochmal die Geheimkammer durch. Hübsche Klinge. Leider nur ein stumpfes Turnierschwert. Oh.
drüben liegt noch ein Zettel, der eigentlich auffällig aussehen würde. Ah, komme ich sogar dran. Scheint ein Brief zu sein. Hoppla, der ist ja vom Herzog persönlich. Verehrte Frau Xintia, nun sind wir schon so lange Nachbarn. Und nach wie vor habt ihr mir nicht die Ehre eines Besuchs erwiesen. Bis auf die Tatsache, dass ihr jedes Jahr pünktlich euren Zehnt ersucht. Was ein Wort. Pflegen wir keinerlei Kontakt. Dies soll sich jetzt ändern. Schon seit längerem plane ich, auf Schloss Düsterburg ein wünschendes Fest zu geben, auf dem Freunde aus alten Tagen sowie meine liebsten Untertanen geladen werden. Es würde mich entzücken, wenn ihr am Abend des 12. Oktober auf Düsterburg zugegen sein könntet. Warnfried. Hier steht, dass die Herzogin immer pünktlich ihren Zehnt bezahlt. Ein weiterer Hinweis, dass diese Burschen nicht im Auftrag des Herzogs stehen. Nehmen wir mit. Wer weiß, wofür das gut ist, ne? Auch wenn ich jetzt nur diesen einen Brief bekommen habe, aber das hat mir jetzt auch recht wenig geholfen, eigentlich, ne? Gut, hier sind wir wieder beim Gefängnis. Ich muss den anderen Geheimweg dann finden. Dazu muss ich ja noch mein Stockwerk höher.